Es geht um deine Talente und Fähigkeiten heute. Und ich habe heute Morgen ganz zufällig, ganz, ganz zufällig, Augenzwinkern, einen Satz gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Quelle in meinem Dankbarkeitsbuch. Da stehen immer so schlaue Sprüche drin. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Passt so wunderbar zum heutigen Thema. Und du bist hier genau richtig, wenn du spürst, vielleicht gerade, weil die jetzige besondere crazy Zeitqualität, die wir haben, dich ein bisschen durchgerüttelt hat, vieles hat in Frage stellen lassen oder immer noch in Frage stellen lässt, ob du wirklich so weitermachen möchtest wie bisher, beruflich, privat. Vielleicht zeigt die Seele dir auch schon Botschaften über den Körper, die du vielleicht auch darauf beziehst. Ja, ich hocke ja den ganzen Tag am Schreibtisch und da ist es ja normal, dass wir Schulter-Nacken-Probleme haben. Keine Ahnung, ich bewege mich jetzt Richtung Wechseljahre oder bin in den Wechseljahren. Da ist es ja normal, dass man mal Bluthochdruck hat oder keine Ahnung, vom Passalter her bin ich jetzt so und so jung und in Anführungsstrichen jung. Also ich habe mir mal so einen Glaubenssatz angeeignet, unsere Kinder werden älter, ich werde jünger. Dann ist es ja normal, dass man mal ja, Rückenschmerzen hat oder dass man im gewissen Rhythmus auch mal Kopfschmerzen hat oder dass man auch nachts mal nicht schlafen kann. Oder keine Ahnung, welche Geschichten wir uns da immer so erzählen. Und dabei schickt unsere Seele uns Botschaften über den Körper und möchte nichts anderes als uns darauf hinweisen, hey, schau hierher, schau mal in dich hinein. Da ist so vieles in dir verborgen, was ans Licht möchte, was ans Tageslicht möchte. Da ist so eine Kraftquelle selbst in dir, die entdeckt werden möchte, die gelebt werden möchte, viel, viel mehr, als du dir bis eben noch vorstellen kannst. Und jetzt stell dir mal vor, Mann, das Umfeld, die Eltern, die Großeltern, wer auch immer zu deinem Umfeld gehörte, in der Kinderstube und im heranwachsenden Alter hätte zu dir gesagt, es ist alles für dich möglich. Alles, was du dir erträumen kannst, kannst du auch erreichen. Es steht ja auch immer die Energie zur Verfügung, die es dazu braucht. Es steht ja auch immer überhaupt jegliche Energie zur Verfügung, einschließlich der Geldenergie. Und Geld ist auch etwas richtig Gutes, mit dem du dir alles, was du möchtest, leisten kannst, mit dem du auch ein Beitrag für die Welt sein kannst, weil du andere Menschen oder Projekte oder überhaupt ein Beitrag sein kannst, weil irgendwelche Dinge in deinem Mindset, die du gerne verwirklichen möchtest. Und so gesehen ist auch Geld immer wie ein Partner an deiner Seite. Und du kannst wirklich alles schaffen. Und es geht im Leben wirklich darum, nur in erster Linie auf dein Herz zu lauschen. Und wenn deine Seele dir eine Botschaft schickt, dann macht sie das über die leise Sprache von einem Gefühl. Und dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, in die Stille zu lauschen und darauf zu lauschen, welche Botschaft deine Seele dir schickt, was sich dahinter verbirgt. Und dein Herz, das ist viel, viel älter als dein Ego, als dein Verstand. Das hat schon geschlagen, bevor du aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist.
Deshalb kann dein Herz dich nie belügen oder betrügen. Deshalb geht es in deinem Leben nur darum, deinem Herzen zu folgen. Dein Potenzial, was du mitgebracht hast, in dir zu entdecken, das auch zu leben. Morgens weiterhin voller Freude und Neugierde, auch noch im Erwachsenenalter, dich auf den neuen Tag zu freuen und neugierig zu sein, welche Geschenke und welche Überraschungen das Universum, das Leben für dich bereithält, weil das Leben und das Universum immer wohlwollend an deiner Seite sind und immer nur das Allerbeste für dich möchten und du dir deshalb auch das Allerbeste erlauben darfst. Und bitte vergiss nie die großen Träume, nicht zu leben, sondern stattdessen wirklich deinen großen Träumen zu folgen, weil alles für dich möglich ist. Wenn du Lust hast, die Welt zu bereisen, dann wird das Universum wohlwollend an deiner Seite sein und dir das ermöglichen. Wenn du in einer Villa leben möchtest, dann wird das Universum an deiner Seite sein und dir das ermöglichen. Wenn du irgendwelche Projekte unterstützen oder ins Leben rufen möchtest, zum Wohle der Welt, zum Wohle der Menschheit, zum Wohle von Mutter Erde, wo es Geldenergie, viel Geldenergie dazu braucht, dann darfst du dir das erlauben, dann darfst du auch diesem Traum nachgehen. Wenn du Künstler werden möchtest, gleich in welchem Bereich, dann bitte gib auch diesen Traum nie auf, sondern folge diesem Traum, weil das Universum immer an deiner Seite ist. Und. Stell dir mal vor, wir alle hätten solche Sätze in der Kinderstube gehört. Von unserem Umfeld, von den Eltern, von den Großeltern, Onkel, Tanten, wer auch immer da war. Und ja, uns ins Erwachsenendasein begleitet hat. Wie würde dann dein Leben jetzt ausschauen? Und ich möchte jetzt gar keine Beispiele nennen, was man uns stattdessen gesagt hat. Denn wenn du jetzt in dich hineinlauschst, dann weißt du das viel, viel besser. Und ich möchte nicht jetzt noch irgendwelche Glaubenssätze in dein Bewusstsein pflanzen, die du bis eben vielleicht noch gar nicht hattest, weil ich sie von unseren wunderbaren Kunden kenne oder auch von mir, also von den Menschen, die ich in der Akademie begleiten darf, die bei uns im Mentoring sind. Stell dir mal vor, alles das, was du jetzt für normal hältst, das ist halt so, weil, das geht jetzt nicht, weil, es ist zu wenig Geld da, weil, die Zeit ist jetzt halt so, wie es ist, weil, bin jetzt schon zu alt, weil, oder jetzt ist gerade der schlechte Zeitpunkt, jetzt muss ich mich erst um dies oder jenes kümmern. Stell dir mal vor, wenn das alles nur Geschichten sind, die du dir erzählst und die du bis eben für wahr hältst. Und stell dir mal vor, du würdest stattdessen dir jetzt erlauben, mal ins Brainstorming mit dir zu gehen und dir mal aufzuschreiben, was alles für dich normal ist, was du an Talenten, an Fähigkeiten hast, was auch immer es ist. Und würdest da mal eine Auflistung machen. All die Dinge, die für dich so normal sind, wo du glaubst, das kann ja jeder. Wahrheit, kann das wirklich jeder? Oder ist in dir viel mehr verborgen, als du dir es bis eben zugestehst? Und du dir die Geschichte erzählst, weil dir irgendjemand die Geschichte erzählt hat, weil jemanden kennengelernt hat, der jemand kannte, der auch jemanden kannte, der damit schon mal versucht hat, Geld zu verdienen und das nicht funktioniert hat, der schon mal versucht hat, frei zu leben und das nicht funktioniert hat, weil. Stell dir mal vor, du würdest alles in Frage stellen, was man dir bis eben erzählt hat. Und was es in dir denkt.
Was würde das wohl alles in deinem Leben verändern? Darf ich dich dazu einladen, dich mal auf diese Reise heute zu begeben und mal eine Innenschau zu halten und auch mal dahingehend eine Innenschau zu halten, dass du mal schaust, was du in deinem Leben bis eben, bis gestern schon alles gemeistert hast, wo du schon Meister in deinem Leben bist. Die Dinge, die du so selbstverständlich gemeistert hast und die Dinge, die vielleicht ja auch mit einer größeren Herausforderung begleitet waren, aber du hast sie gemeistert. Und wie viele Menschen gibt es da draußen, die in ähnlichen Herausforderungen, wie du sie schon gemeistert hast, bis eben immer noch feststecken, die aber gerne deine Begleitung in Anspruch nehmen würden, deine Hilfestellung, weil du ihnen den Weg zeigen kannst, wie du schon aus diesen Themen herausgekommen bist, wenn du dir erlauben würdest, dich wirklich auf der Bühne deines Lebens auch zu zeigen. Wenn du dich dann auch verabschieden würdest, darf ich dich auch dazu einladen, von Prägungen aus der Kinderstube, aus der Schulzeit. Mir hat gerade kürzlich jemand erzählt, wo es auch um ein Thema aus der Schule ging, oder aus meiner eigenen Schulzeit kenne ich das ja auch, wo ich so das Gefühl hatte, ich werde so bloßgestellt vom Lehrer, weil ich was nicht wusste, weil ich eine Antwort nicht wusste und bin hochrot angelaufen und habe ja im Gesicht, habe nur gestottert und habe gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Was bei mir auch so Auswirkungen hatte, auch später noch, als ich meine erste Ausbildung im pharmazeutischen Bereich gemacht hatte. Ich weiß noch so schön, wie mein Ausbilder mich einmal die Woche regelmäßig so wie in so einer Presse hatte und mich vor der gesamten Belegschaft über irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen, weil er das wohl für sinnvoll erachtete, dass man genau weiß, im Hinblick auf politische Dinge, gesellschaftspolitische Dinge, wer wann was wo regiert oder keine Ahnung was auch immer. Mich hat das einfach nicht interessiert. Aber was hat das mit mir gemacht? Zu wissen, einmal die Woche werde ich da vor der gesamten Belegschaft ja ausgequetscht über, da gibt es ja noch ein Fach in der Schule, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ist auch egal. Auf jeden Fall hat mich das nie interessiert. Und wie heftig war das für mich, da so bloßgestellt zu werden? Und wie sehr hatte mich das lange, lange Zeit, viele Jahre davon abgehalten, auch wirklich meinen Weg zu gehen, weil ich einfach auch nicht in der Lage war, da zu reden oder mir hätte vorstellen können, vor Menschen zu reden, geschweige denn hier so ein Live-Video zu machen. Und wie viel ist da bis eben auch noch in dir drin, verborgen an solchen Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du bis eben noch die interessante Ansicht hast, dass gerade weil das so und so in deinem Leben bis eben war oder ist oder weil du diese Erfahrung gemacht hast, jetzt nicht den Weg deines Herzens gehen kannst. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest heute die Entscheidung treffen: Ich mache diese Schranke jetzt mal auf. Ich gehe jetzt mal dort durch. Und wie oft warst du schon kurz davor, diese Schranke auch aufzumachen und durchzugehen? Hast du auf den ersten Impuls gelauscht von deinem Herzen, von deiner Seele? Hast du tief in dir gespürt, ja genau, in die Richtung geht's jetzt. Das mache ich jetzt. Bis dann irgendjemand kam und hat dir gesagt, vergiss es, es geht nicht. Oder bis du dich daran erinnert hast, dass dir irgendjemand mal begegnet ist, dem das nicht gelungen ist und du es dann auch für deines hältst. Oder dass du dir die Geschichte erzählst, ja, ich muss erst noch eine Ausbildung machen, ich muss erst noch ein Zertifikat haben, ich muss erst noch einen Abschluss machen,
dass mir jemand anderes bescheinigt, ja, ich darf das jetzt machen. Also wir sprechen ja hier davon, dem Ruf der Seele zu folgen, nicht nur die Lebensaufgabe zu entdecken, sondern dem Ruf der Seele zu folgen. Und Wahrheit braucht es da die Zustimmung von jemand anderem, der dir in einem Zertifikat bescheinigt, dass du da schon die Meisterschaft in deinem Leben hast? Oder geht es eigentlich darum, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, dass du das tiefe Wissen, diese Weisheit, die in dir verborgen ist, einfach erlaubst, nach außen zu bringen, ans Licht zu bringen, mit anderen Menschen zu teilen und so der Beitrag auch für die Welt und für andere Menschen, für was auch immer zu sein, ganz nach dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Schau mal, wir leben in einem Kosmos. Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt auch Ordnung. Auch wenn wir jetzt gerade in dieser besonderen crazy Zeit, die wir haben, denken, da ist nur Chaos im Außen. Und dennoch herrscht eine perfekte Ordnung, immer. Und was wäre, wenn die Ordnung oder das, was wir da draußen als crazy und als Chaos bezeichnen, wenn der tiefere Sinn dahinter wäre, dass das Universum dir jetzt, weil du vielleicht so durchgerüttelt worden bist, die letzten Wochen und Monate, nichts anderes sagen möchte, hey, jetzt erlaub dir, dich zu erinnern, warum du hier bist. Erlaub dir deine Gaben, deine Stärken, dein Potenzial jetzt wirklich mal auszupacken. Und das kannst du wunderbar machen, indem du dir tatsächlich mal eine halbe oder eine Stunde Zeit nimmst, es dir gemütlich machst, einen leckeren Tee kochst und einfach mal zu Papier bringst. Was macht dich aus? Wo wirst du um Rat gefragt von anderen Menschen? Wo hilfst du gerne? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was lässt dich Raum und Zeit vergessen? Was schenkt dir Energie, auch wenn du damit gefühlt 24 Stunden beschäftigt bist? Wo du das Gefühl hast, davon wirst du nicht müde, davon wirst du nicht erschöpft. Was schenkt dir Energie, statt es dir Energie raubt? Und ich habe ebenso erwähnt, wo du vielleicht schon mal dachtest, ja, das ist es jetzt, in die Richtung geht's jetzt. Ich lausche jetzt dem Impuls meines Herzens und folge ihm, weil das Herz mich nie belügen und betrügen kann. Und dann schläfst du eine Nacht drüber und am nächsten Tag, wer hat da gewonnen? Unser Stammhirn. Weil unser Stammhirn liebt das Gewohnte. Unser Stammhirn liebt die Komfortzone. Weil das sind die Dinge, die unser Stammhirn kennt. Das sind noch Dinge, die in uns verankert sind aus Zeiten, wo wir als Jäger und als Sammler unterwegs waren. Und uns in unserer Komfortzone nur sicher fühlen konnten. Weil sobald wir das gewohnte Terrain verlassen haben, irgendwo um die Ecke der Säbelzahntiger hocken konnte und da war eine tatsächliche Lebensgefahr da. Säbelzahntiger gibt es nicht mehr, also es laufen auch kaum noch in unserer Region, Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz und auch sonst wo, auch hier auf Zypern, keine Tiger frei in der Gegend rum, also Wahrheit. Das sind doch alles Geschichten, die wir uns erzählen, wo wir uns selbst eine Mauer zumachen, eine Mauer um uns aufbauen und denken, ich würde ja gerne raus, aber weil, 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 weil. Und dann kommt noch was dazu, was uns auch niemand beigebracht hat. Uns wirklich an der Hand nehmen zu lassen, so wie wir es uns auch in der Schule mal erlaubt haben. Da war das normal, ab einem gewissen Alter in die Schule zu gehen, einen Lehrer, einen Mentor zu haben. Ich nenne es jetzt mal Mentor. In der Schulsprache war es der Lehrer, der uns gezeigt hat, wie wir rechnen lernen, wie wir schreiben lernen und wie wir vieles
lernen, was uns überhaupt nicht interessiert hat, was schon gar nicht wesentlich war für unser späteres Leben. Aber wie das Leben funktioniert, das haben wir kaum in der Schule gelernt. Das ganze Schulsystem ist jetzt Gott sei Dank im Umbruch, auch durch diese besondere Zeit in den Umbruch geraten und geht immer auch mehr in den Weg in die Richtung, dass Kinder lernen, dass es nicht darum geht, den Lehrplan durchzukriegen, sondern wirklich ihre Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. Nur du und ich, wir gehören nun noch mal zu der anderen Generation, wo wir das nicht gelernt haben. Und wo wir schon gar nicht gelernt haben, es ist normal, immer jemanden an deiner Seite zu haben, der dort ist, wo du hin möchtest. Sprich, ein Mentor, wie wir ihn in der Schule hatten, solange wir lesen lernen wollten und schreiben lernen wollten und rechnen lernen wollten oder sollten, hatten wir Lehrer an unserer Seite, hatten wir Mentoren an unserer Seite. Und dann haben wir irgendwann einen Schulabschluss gemacht, ganz gleich welchen auch immer, und dachten dann, jetzt kann ich alles, jetzt brauche ich niemanden mehr an meiner Seite. Jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert. Und schon begann die Odyssee, die Prägung dahingehend, uns einen Beruf zu suchen, einen Job zu suchen oder ein Studium zu machen, wo wir sagen, okay, damit kann ich mich so halbwegs arrangieren, das interessiert mich so ein bisschen. Damit kann ich mir vorstellen, mein Leben zu gestalten. Und da verdiene ich auch noch ganz gut, sodass es auch noch halbwegs passt. Das war einer der Gründe, warum ich relativ früh nach meiner ersten Ausbildung im pharmazeutischen Bereich mir so die Gehaltstabelle angeguckt hatte und gesehen habe, okay, mit dem Gehalt, was ich da verdiene, so halbwegs gut, wirklich so gut, ohne jetzt mir vieles leisten zu können, um über die Runden zu kommen, wird äußerst schwierig. War eines meiner Gründe, warum ich recht rasch geschaut habe, dass ich noch Weiterbildungen mache und noch Fortbildungen und dann zum Schluss auch noch BWL auf Abendbasis gemacht habe und da auch noch einen Abschluss und da einen Abschluss. Und ich glaube, du gehörst auch zu denjenigen, die schon ganz, ganz viele Abschlüsse gemacht haben, Zertifikate in der Schreibtischschublade oder vielleicht auch an der Wand hängen haben, viele Fortbildungsbücher und Kurse besucht haben, Seminare besucht haben. Und dennoch immer noch nicht dort angekommen bist, wo du gerne hin möchtest, weil du immer noch auf der Suche bist, weil du immer noch nicht denjenigen an deiner Seite hattest, der wirklich dort war, wo du hin wolltest, in das freie Leben, von dem du träumst, oder du es dir nicht erlaubt hast, da in die Richtung dich auch begleiten zu lassen, weil die Prägung da ist, ich muss das ja alleine können. Weil vielleicht auch Prägungen da sind, wo du als Kind schon viel zu früh oder überhaupt dir etwas aufgebürdet wurde, ja, auf die Geschwister zum Beispiel aufzupassen, Verantwortung für die Geschwister zu übernehmen, was überhaupt nicht dein Part war. Oder sonstige Dinge in eine Rolle gedrängt wurdest, die überhaupt nicht deine war und du da so die Prägung auch ja, so in dir verankert hast, ich muss das alles alleine schaffen. Und wie sehr stehen wir uns dann im Erwachsenendasein tatsächlich im Weg, sind auf der Suche. Ich habe mich früher immer so gefühlt wie auf so einem Boot, so einem kleinen Bötchen, das irgendwo auf dem See hockt, auf dem See rumschippert vielmehr, da mal guckt, da mal guckt, da mal guckt, da mal einen Lichtblick hat und da mal denkt, ja, das ist es jetzt. Aber das rettende Ufer, das hier war, null Chance, das zu sehen. Da waren viele Schleier um mich herum. Und so habe ich viele Jahre auch andere da draußen beobachtet, als ich eben noch unglücklich am Schreibtisch auch gehockt habe und im Internet andere beobachtet habe und gedacht habe, wow, wie schön, wie machen die das nur? Würde ich auch gerne machen. Aber wie soll das gehen? Kann ich mir das erlauben? Darf ich mir das erlauben? Wie soll das denn auch noch funktionieren? Habe ich mich so oft gefragt, wie soll das mit dem Geld funktionieren? Weil ich bin immer noch und war es vor allem auch
Ein sehr sicherheitsdenkender Mensch. Das war einer der Gründe, warum ich so happy war, mal auch eine Stelle im öffentlichen Dienst zu bekommen, weil ich dachte, okay, da kann dir überhaupt nichts mehr passieren. Hast du jeden Monat absolut ein sicheres Einkommen. Und ich war auch sehr stolz die erste Zeit auf diese Stelle, weil ich so die Auserwählte von einigen hundert Bewerbern war. Aber im Laufe der Jahre musste ich mir immer mehr eingestehen, dass ich mich da fehl am Platz fühle. Und wie geht's dir? Wie sehr bist du wirklich bei dir in deinem Leben? Und wie viel mehr könntest du noch dein Leben leben, wenn du dir erlaubst, ab heute zum Beispiel wirklich dir andere Geschichten zu erzählen? Weil die Geschichten, die wir uns bis eben erzählen, gibt so eine Universumskellnerin. Ich nenne die immer gerne Erika. Die Erika, die steht abends da und schaut, über was du dir den ganzen Tag Gedanken gemacht hast, über was du den ganzen Tag nachgedacht und gegrübelt hast. Und das, was dann mehr in der Waagschale liegt am Abend, mehr Fülle oder mehr Mangelgedanken? Mehr Gedanken dahin, wo du wirklich möchtest, hin möchtest, also in das wahre Leben deiner Träume, oder mehr Gedanken dahingehend, das funktioniert nicht, weil, oder was auch immer, oder egal was, das wird dir geliefert am nächsten Tag, am übernächsten Tag, in der Zukunft. Und das ist auch das Ding, woran so viele, viele, viele Menschen scheitern, wirklich stabil tagtäglich zum größten Teil in die Richtung zu denken, wo sie hinwollen. Das sind auch Dinge, die hat man uns nie beigebracht. Ja, es wird nicht alles gleich, wie man so schön sagt, manifestiert, ist so das neudeutsche Wort dafür. Es verwirklicht sich nicht alles gleich. Ist ja auch gut so, wenn du jetzt an einen rosa Elefanten an deiner Straße denkst, dass der dann nicht gleich auf der Straße steht, ist ja auch gut so. Und das Gute daran ist, wenn wir das mal verinnerlicht haben, und dazu würde ich dich auch mal gern einladen, mal zu verinnerlichen, dass nichts und niemand in deinem Leben die Macht über dich haben kann und über dich bestimmen kann, außer du selbst, weil es ist alles eine große Energie und auch du bist ein unendlich großes Energiewesen, das diesen physischen Körper hat, aber du bist nicht dieser Körper. Und unter dem Aspekt, wer oder was kann der größte, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Dämon in deinem Leben sein, außer du selbst, es sei denn, du lässt es zu. Und Wahrheit, wie sehr wahrnehmend, feinfühlig, sensibel bist du? Was dir vielleicht bewusst ist oder vielleicht auch noch gar nicht mal in dem Stil bewusst ist, oder vielleicht ist es dir auch bewusst und es stresst dich sogar, weil du gerade jetzt so viel auch aus dem Kollektiv wahrnimmst. Wie viele deiner Gedanken, die du tagtäglich denkst, deiner Ängste, deiner Sorgen, die du hast oder die du glaubst zu haben, sind wirklich deine? Wie viel von dem sind Dinge, die du übernommen hast. Sei es aus dem Familiensystem, aus dem Ahnensystem oder die du jetzt einfach aus dem Kollektivbewusstsein wahrnimmst und glaubst, es sind deine. Wenn du dich darin mal übst, mal tagsüber dich zu beobachten, bei allem, was es in dir denkt und du mal dir die Frage stellst, sind das überhaupt meine Gedanken? Ich kann dir sagen, du wirst zum großen Teil die Info bekommen, nein, ist gar nicht meins. Und was wäre, wenn du damit ab sofort dir erlauben würdest, nichts mehr damit machen zu müssen, sondern es zurückzuschicken zum Absender und mehr dir erlauben würdest, deine eigenen Gedanken zu denken. Was würde das schon alles verändern? Weil unsere Gedanken sind nicht nichts. Alles, was im Außen entsteht, entsteht immer erst im Inneren. Materie folgt immer dem Geist. Du kannst dir das so vorstellen wie so ein Radiosender. Der Radiosender sendet den ganzen Tag auf einer gewissen Frequenz und kann auch nur auf einer gewissen Frequenz, auf die er eingestellt ist, empfangen.
Und all die Dinge, wo wir uns erzählen, das ist halt so, wie es ist und, da machen wir jeweils, das sind alles Schlussfolgerungen und Gedanken, wo wir ja, uns selbst im Weg stehen und sagen, zur Erika, zur Universumskellnerin, ist halt so. Und die Erika sagt, naja, wäre ja eigentlich mehr für dich möglich, aber wenn du sagst, das ist halt so, dann lassen wir es bei. Dann ist halt nicht mehr möglich für dich. Jeder von uns, auch du, erschafft sich mit seinen Gedanken, mit dem, was wir bewusst, unbewusst und vor allem auch unterbewusst, also noch eine Etage tiefer, ständig aussenden. Damit erschafft sich jeder von uns die eigene Lebenswirklichkeit. Und diese ganzen Ja-Abers, die jetzt in dir hochkommen, mir hat kürzlich jemand, das war auch hier in der Gruppe, geschrieben, wo ich einfach mal so von mir gegeben hatte, was wäre, wenn wirklich jeder so seinem Herzen folgen würde. Da kommen natürlich solche Prägungen hoch, ja, dann hätten wir das totale Chaos. Aber Wahrheit, wenn jeder auf dieser Welt von jetzt auf gleich in seiner Mitte bei sich wäre, im Frieden mit sich selbst, was hätten wir dann für eine Welt? Wie innen so außen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch die jetzige Situation ganz schnell auf Fingerschnipp geswitcht. Hinterlass mir gerne mal einen Kommentar, ob das irgendwie bei dir ankommt. Oder schenk mir mal ein Herzlein. Oder wenn du Fragen dazu hast, gerne auch mal ins Kommentarfeld jetzt schreiben. Ich schau mal. Gehe ich auch gerne noch drauf ein, was du an Fragen überhaupt hast. Und schau mal, wie lange beobachtest du schon, weil das kenne ich nur zu gut von mir, wie lange habe ich andere Menschen da draußen beobachtet, die so frei gelebt haben, wie ich es wollte. Und habe mir gleichzeitig die Geschichte erzählt, dass es bei mir nicht geht oder dass ich kein Geld dazu hatte, mir ein Mentoring zu erlauben und. Wie viel wertvolle Zeit habe ich damit letzten Endes vergeudet? Und das ist ein Fehler, der zu meinem Leben dazugehörte, ist so wie es ist, aber das musst du nicht auch machen. Wie viel mehr ist ab heute für dich möglich, wenn du eine Entscheidung triffst, für dich selbst heute wirklich herauszufinden, was sind deine wahren Talente und Fähigkeiten, dein Potenzial, und dir auch erlaubst, die ans Licht zu bringen und zu leben. Und wirklich deinem Herzen zu folgen, ohne Kompromisse einzugehen. Und da geht es nicht darum, wenn du jetzt irgendeinen sicheren, vermeintlich sicheren Job noch im Angestelltenverhältnis hast, da morgen nicht hinzugehen, sondern übergangsweise, so habe ich das ja auch gemacht, dir nebenbei mit dem, was dich wirklich ausmacht, dir etwas aufbauen kannst, das dir noch ein viel stabileres und sichereres Einkommen, völlig unabhängig von äußeren Gegebenheiten, ermöglicht. Und wie viel leichter kannst du es dir machen, wenn du dir erlaubst, auch dazu dir die Anleitung zu holen, das Navigationssystem dazu. Das dir wirklich den Weg von A nach B zeigt. Da sind wir wieder bei dieser Prägung, die wir alle mehr oder weniger in uns haben. Ich muss es alleine schaffen. Oder ich schaffe das alleine. Oder den Anspruch haben, ich muss das alleine schaffen. Oder auch mangelndes Vertrauen in uns selbst oder auch ins Leben oder auch in Menschen im Außen haben, die uns gerne begleiten würden, denen wir aber nicht vertrauen, weil wir dem Außen nicht vertrauen und uns selbst nicht vertrauen. Weil wir vielleicht schon mal irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht haben, die weit zurückliegen in der Kinderstube und deshalb die Schranke zulassen und sagen, ja, ich schaffe das alleine.
Wahrheit, wenn wir irgendwo mal in einem Restaurant zum Essen waren und es hat uns nicht so geschmeckt, wie wir uns das vorgestellt haben, gehen wir dann nie wieder in ein Restaurant? Wahrscheinlich nicht. Oder wenn ich mal was gegessen habe, was mir nicht so gekommen ist, höre ich dann auf zu essen? Eher nicht. Und so erzählen wir uns aber die Geschichte. Ich habe schon das und das und das gemacht und das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Und deshalb muss ich es jetzt alleine schaffen. Weil wenn du zurückblickst, wenn du mal mit dir ins Brainstorming gehst, so wie ich dich eingangs eingeladen habe, wirklich mal zu schauen, was sind die Dinge, die du für selbstverständlich hältst, die so mit voller Freude und Leichtigkeit von dir gemacht werden, wo du wirklich Raum und Zeit vergisst, wo du dir aber bis eben die Geschichte erzählst, damit kann ich kein Geld verdienen, und du dich stattdessen mit Dingen arrangierst, des Geldes wegen nur. Wie viel mehr ist dann wirklich für dich möglich? Weil wir haben auch dazu im Hinblick aufs Geld so die interessante Prägung. Das, was uns total leicht fällt, was wirklich unseres ist, dafür kann ich doch kein Geld verlangen. Oder wenn es um einfach nur eine Dienstleistung geht, dafür kann ich doch kein Geld verlangen. Also eine Dienstleistung dahingehend, was immateriell ist, was nicht greifbar ist. Wenn wir irgendwo einen Laden eröffnen oder irgendwo Praxisräume haben. Ja, wie ich ja früher auch klassische Praxisräume im Saarland hatte. Und etwas Materielles auch verkaufe. Dafür kann man Geld empfangen oder verlangen, wie auch immer. Aber für etwas Immaterielles, was wirklich das Leben von anderen Menschen ändert, was eh unbezahlbar ist, da haben wir die interessante Ansicht, nee, dafür kann man kein Geld verlangen. Da war ich in meinem früheren Leben auch schon mal so, ja, phasenweise dahin gehend unterwegs, pay what you want, also auf Spendenbasis oder so. Und was wäre, was, wenn das, was du dir bis eben erzählst, was nicht möglich wäre, wirklich alles nur Geschichten wären? Alles nur Geschichten, die du dir erzählst, die du dir für wahr hältst, wo die Universumskellnerin abends da steht, okay, davon hättest du gerne mehr, liefern wir ihr mehr davon. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Und wie schwer habe auch ich mir mein Leben früher damit gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich mal gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich genügend Lebenszeit an mir vorbeiziehen lassen. Und da waren meine Eltern vor allem mein Papa ausschlaggebend, als ich bei ihm am Sterbebett gehockt hatte und dachte, was wird er mir, wenn er jetzt noch sprechen könnte, mir sagen? Was wird er mir mit auf den Weg geben? Oder was ist so die innere Kommunikation mit sich selbst? Was sind die Dinge, die er bereut, die er anders machen würde? Da gibt es ja sogar ein Buch drüber, was eine Krankenschwester, glaube ich, geschrieben hat, was Sterbende bereuen oder so irgendwie heißt das Buch. Und wir bereuen immer nur das im Leben, wovon wir geträumt haben, was wir uns aber nicht erlaubt haben und denken dann im Nachhinein und dann ist es tatsächlich zu spät, wenn wir merken, der letzte Atemzug ist da oder naht, hätte ich doch nur. Ich habe zum Beispiel das Umfeld größer gemacht als mich und habe mir wegen meinem Umfeld nicht erlaubt, meine Träume zu leben. Ich habe die Geldenergie größer gemacht als ich. Ich habe der Geldenergie erlaubt, über mich zu herrschen und habe nicht erlaubt, mir in mich zu investieren, mir Mentoren an meine Seite zu holen, die mir den Weg in mein freies Leben zeigen können, so wie es mir entspricht, nach meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan, nach meiner Mission, wie ich damit auch die Bühne meines Lebens betrete, weil ich dachte,
da jetzt in mich zu investieren? Nein, auf gar keinen Fall. Hab ja schon so viel investiert. Schau mal, im Hinblick auf Geld. Es ist alles eine Form von Energie. Auch Geld ist eine Form von Energie. Und stell dir mal vor, dass Geld, die Energie von Geld an deiner Seite ist wie ein Partner, den du liebst. Und stell dir mal vor, du würdest deinen Partner zwanghaft festhalten wollen, weil zum Beispiel du Angst hast, keine Ahnung, im Alter allein zu sein. Oder umgekehrt, dein Partner würde dich festhalten wollen, weil er Angst hat, im Alter allein zu sein. Weil es sicher ist. Nur dann ist es sicher, wenn er an deiner Seite ist. Wie würdest du oder wie würde dein Partner sich fühlen oder wie würde die Partnerschaft überhaupt ausschauen? Und was wäre, wenn es mit Geldenergie nichts anderes wäre? Solange wir glauben, ich muss krampfhaft Geld festhalten oder muss krampfhaft Geld in mein Leben ziehen, wird das Geld immer auf der Flucht sein, so wie der Partner. Sobald du dir aber auch erlaubst, dich dieser Energie zu öffnen, so wie du dir auch erlaubst, einen Partner an deiner Seite zu haben, auf Augenhöhe, das wird auch im Hinblick auf die Geldenergie alles verändern. Nur da haben wir so ganz, ganz seltsame Ansichten drüber. Wir haben zu nichts und niemandem ein unheilsameres Verhältnis wie zu dem lieben Thema Geld. Und schau mal, wie lange beobachtest du schon andere Menschen da draußen, sei es mich oder auch andere, die so ansatzweise das Leben leben, wie du es auch gerne hättest, und du erlaubst es dir bis eben nicht. Oder holst dir auch nur Impulse, sitzt auf dem Boot, so wie ich das früher auch gemacht habe, und schipperst in der Gegend rum, holst dir da Impulse, da Impulse, da ist mal ein Lichtblick, ja, da, jetzt schaffe ich es, um dann letzten Endes doch wieder festzustellen, jetzt habe ich ja doch wieder nur eine Runde gedreht. Wie wäre es, wenn du dir heute erlauben würdest, mal tatsächlich herauszufinden, wie genau du deine Mission ab heute auf die Straße bringst? Wie genau du deine Talente und Fähigkeiten zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügst, sodass nichts von dir auf der Strecke bleibt, weil, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, du bist hier in meinem Universum, weil du so vielseitig interessiert bist, so viele Talente und Fähigkeiten hast, schon so viele Ausbildungen, Kurse, Bücher gelesen, Fortbildungen gemacht hast und dir ist gar nicht bewusst, wie man das alles zu einem wunderbaren Ganzen auch zusammenfügen kann. Sodass auch nichts von dir auf der Strecke bleibt, dass du dich voll und ganz wirklich bei dir angekommen fühlst und voll und ganz dein Ding machst. Und wie oft hast du zum Beispiel auch schon von mir gehört, da gibt es eine Möglichkeit auch, ja, mein Gespräch zu führen mit mir oder mit jemandem aus dem Team, um mal näher hinzuschauen. Und wie viel leichter könntest du es dir damit machen? Jetzt zum Beispiel die restlichen, ja, November, Dezember, es sind nur noch 2 Monate in diesem Jahr. Die Basis, das Fundament zu schaffen, um 2022 wirklich zu dem Jahr zu machen, mit dem freien Leben, völlig unabhängig äußerer Umstände, wo du schon so lange hin möchtest. Für dich und für deine Familie, für die Menschen, die dir am Herzen liegen. Und ich kann dir eins sagen, die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, die du gerne dabei hättest, die werden auch mit dir im Boot sein. Die werden mit dir in dein Boot einsteigen, weil die auch mit dir an dieses rettende Ufer möchten. Und ja, es gibt auch Menschen, die werden nicht mit dabei sein. Aber Wahrheit sind das dann die Menschen, wo es früher oder später eh zu verschiedenen Wegen kommt. Du hast bestimmt schon mal den Satz auch gehört, du bist immer der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich umgibst.
Und wie viel einfacher kannst du es dir machen, wenn du dich ab heute mehr und mehr auch in das Umfeld von Menschen begibst, die sich eben nicht mit dir darüber unterhalten, was jetzt alles nicht funktioniert, was schlecht ist und, und. Also die Verantwortung abgeben an andere, an wen auch immer, sondern die sich mit dir darüber unterhalten, was ab heute alles möglich ist. Wie viele Möglichkeiten tatsächlich im universellen Feld da sind. Und diese Menschen, dieses Umfeld ist da, es wartet auf dich. Du darfst dich nur hineinbegeben. Es ist uns gerade so vor 1,5 Wochen war das, ja. Unserer Tochter haben wir zusammen in der Runde gehockt, 4, 5 Stunden abends. Den ganzen Abend ging es nur darum, wie kann man frei leben? Wie kann man seinem Herzen folgen? Wie kann man damit auch die Geldenergie in sein Leben ziehen? Und, und. Da ging es den ganzen Abend nur um diese Dinge. Da kam überhaupt keiner auf die Idee, über irgendwas anderes zu sprechen. Und wenn ich an mein früheres Umfeld denke, da ist nichts falsch dran, nur das hat zu mir nicht mal gepasst, über Situationen zu sprechen, die nicht so sind, wie ich es haben wollte. Was erschafft mehr? Es erschafft immer das mehr, wo die liebe Universumskellnerin abends da steht und schaut, was hat sie heute mehr bestellt? Was wiegt mehr? Und wie viel mehr ist für dich jetzt möglich, wenn du dir erlaubst, wirklich heute dir deine Lebenswirklichkeit so zu erschaffen, wie sie dir gefällt, so die Pippi Langstrumpf, wie ich das auch gerne nenne. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Das ist möglich auch für dich, weil auch du auf dem gleichen Weg wie jeder andere hierher auf unsere Erde gekommen bist. Bist auch irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt und du hast einen unsichtbaren Rucksack mit dir hierher gebracht, wo deine Gaben, deine Stärken, dein Potenzial drin ist. Du darfst dir erlauben, es jetzt auszupacken. Du darfst dir auch erlauben, jemanden an deiner Seite zu haben, der es mit dir auspackt. Der vor allem, weil ich immer gerne unterscheide zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem, der vor allem im Hinblick auf die eigene Betriebsblindheit, wie man das so schön nennt, dort ist, wo du hin möchtest und mit dir diese blinden Flecken auf dem Weg dahin, Achtung, auf dem Weg dahin entdeckt und löst. Wir sind jetzt in einem Zeitalter gekommen, vor 18 Jahren in meinen Praxisräumen hätte ich noch gesagt, lass uns mal nochmal nach den Glaubenssätzen gucken und noch eine Aufstellung machen. Dann machen wir noch ein bisschen mit Timeline und noch eine Rückführung und Systemstellen und, und. Das braucht es heute nicht mehr. Die ganze Erde ist so schnell in einer höheren Schwingung. Der ganze Kosmos ist dabei, sich schneller und höher und schneller zu entwickeln. Und das sind nachgewiesene Zahlen, auch wissenschaftliche Zahlen. Und genau die Menschen, die sich jetzt dagegen wehren und in alten Mustern feststecken wollen, auch weil sie um die Möglichkeiten gar nicht wissen, aber du bist ja hier und erfährst ja um diese Möglichkeiten, dass es die gibt. Das sind genau die Menschen, die sich jetzt umso schwerer auch zum Beispiel mit gesundheitlichen Herausforderungen tun, weil die Seele einfach darauf hinweisen möchte, hey, da gibt es noch viel mehr für dich. Lausche auf dein Herz, hör auf mich, entdecke deinen Plan. Und dann haben wir Lichtblicke und fangen an zu zweifeln wieder, weil der Denker, der Verstand, das Ego uns das dann wieder ausredet und sagt, auf gar keinen Fall, wir bleiben jetzt hier mal schön in unserer Sicherheitszone. Also, wie schaffst du es jetzt wirklich frei und unabhängig zu leben, völlig unabhängig von äußeren Umständen, indem du dich wirklich mal mit deinen Gaben und deinen Stärken beschäftigst, das, was in dir verborgen ist, was dich einzigartig macht, indem du aufhörst, dir Geschichten zu erzählen, dass jetzt etwas nicht möglich ist und dir stattdessen beginnst, die Geschichte zu erzählen, dass es jetzt möglich ist und dir allenfalls die Frage stellst, wie ist es jetzt für mich möglich? Wie kann ich es mir ermöglichen? Wie kann ich mich jetzt auf den Weg machen? Wer kann mich dabei unterstützen? Stell keine Warum-Fragen. Warum das bis gestern so ist,
wie es ist oder so war, wie es war, bekommst du keine gescheite Antwort drauf, schon gar keine Antwort, die dich wirklich weiterbringt. Erlaub dir wieder deine Träume auszupacken. Erinnere dich nochmal, wovon hast du als Kind geträumt? Wie wolltest du leben? Wo wolltest du leben? Pack das nochmal aus. Und bitte nochmal Einladung. Öffne dich dem Gedanken, dass niemand anderes außer du selbst sich seine Lebenswirklichkeit im Außen erschafft. Und zwar mit den Gedanken, mit den Gefühlen, die damit einherhängen und mit dem Handeln, was resultiert aus den Gefühlen und aus dem Denken oder aus dem Denken und den Gefühlen in der Reihenfolge. Und bitte wisse, auch für dich ist viel, viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Nur du, niemand anderes, erschafft sich seine Lebenswirklichkeit. Und du darfst zufrieden und dankbar sein mit dem, was du bis eben auch erreicht hast. Aber du darfst dich auch noch viel, viel mehr dem Gedanken öffnen, dass du das allerbeste verdient hast und vor allem, dass du dich nicht damit zufrieden geben musst, wie du das in der Kinderstube vielleicht tausende Male gehört hast. Du hast jetzt das und das bekommen, jetzt gib dich doch mal zufrieden. Wie wäre es damit? Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Sei dankbar und fühl auch die Dankbarkeit für die Dinge, die du schon erreicht hast. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und damit produzierst du mehr. Und seh mal die Fülle um dich herum, die dich jederzeit umgibt. Wir sind nicht umgeben von Mangel, wir sind umgeben von Fülle. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Sobald du dir erlaubst, die Aufmerksamkeit auf die Fülle zu richten, was kommt mehr in dein Leben? Fülle. Sobald du dir die Frage stellst, wer ist jetzt die Mentorin an meiner Seite, die dort ist, wo ich hin will, wer kann mich begleiten? Und du dir auch erlaubst, dich begleiten zu lassen. Wie schnell bringst du den Zug ins Rollen und wirst unaufhaltbar in das Leben, wo du wirklich hin möchtest? Ich bin immer wieder erstaunt um die sensationellen, ja, Durchbrüche, Quantensprünge, Erfolge von den wunderbaren Frauen, die in der Akademie sind. Und da gibt es ja verschiedene Programme für diejenigen, wo sie jetzt einfach mal noch ein bisschen an der Geldenergie haben. Die können erstmal in der Akademie mit unserer Begleitung sich mit dem lieben Thema Geld beschäftigen und sich mal erlauben, mehr Geldenergie ins Leben fließen zu lassen. Dann gibt es die Variante, tatsächlich binnen 4, 5 Wochen die Klarheit zu haben, was entspricht wirklich meinem Seelenplan, was entspricht wirklich meiner Lebensaufgabe, was ist wirklich die Mission, die ich in mir trage. Und dann darauf aufbauend auch noch dem Ruf der Seele zu folgen, sprich auch dem Seelenberuf zu kreieren und sich damit ein sicheres, stabiles Einkommen zu ermöglichen. Das sind so die im Groben die 3 Stufen und da bin ich immer wieder erstaunt, was für Erfolge da erzielt werden. Aber letzten Endes kann ich und mein Team das nur auf dem Silbertablett dir servieren. Entscheiden dafür, das darfst du. Und wie viel mehr ist dann für dich möglich? Poste dir den Link gern nochmal ins Kommentarfeld rein. Klick drauf. Kann dich nur dazu ermutigen. Und bitte wisse, du selbst bist die Schöpferin und der Schöpfer deiner eigenen Lebenswirklichkeit. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle und für uns alle gelten die gleichen Naturgesetze, auch für dich. Du bist nicht hierher gekommen, um zu arbeiten, um dir das Leben schwer zu machen, um alles, was bis eben war, gehörte zu deinem Weg dazu, ja. Aber muss dein Weg so weitergehen? Oder darfst du jetzt an der Weggabelung, an der du gerade stehst, nach links abbiegen,
in Richtung deines Herzens. Du darfst dich entscheiden. Und es hat auch seinen Sinn, dass du jetzt hier meinen Worten hier lauschst, sei es live dabei bist oder im Replay dir das anschaust, was für eine Botschaft vom Universum für dich schon da ist. Und wie viel mehr kannst du dir erlauben, sie jetzt zu erkennen und ihr auch zu folgen? Zum Beispiel. Okay. Gut. Ihr Lieben, habt nur einen schönen Tag. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung. Und ganz liebe, zypriotisch sonnige Grüße dahin, wo auch immer du zuschaust. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.